Hallo, jetzt bin ich zu hören. Ja, freut mich, dass ihr alle gekommen seid. Ich habe eine Stunde, ich habe viel zu viele Folien. Ich habe eine ganze Menge Folien wieder rausschmeißen müssen. Es gibt zu viele Themen, aber eine Stunde nur Zeit. Also insofern sollte ich Themen vergessen haben. Ich habe sie bewusst draußen gelassen. Wahrscheinlich habe ich auch einige vergessen, aber ich musste mich auf einiges konzentrieren. Jetzt kann ich wieder eine halbe Stunde lang darüber ranten, dass wir eine gescheiterte Digitalpolitik dieser Ampelregierung haben, die uns sehr viel versprochen hat, wo die meisten Versprechungen sich als Luftblasen erwiesen haben, die alle langsam zerplatzt sind. Es zeigt auch immer mehr, dass die derzeitige digitalpolitische Planungslosigkeit mit diversen Machtzentren und ohne richtige Koordinierung überhaupt nicht zielführend ist. Aber da könnt ihr euch in meinen Talk aus dem letzten Jahr noch mal zu anschauen. Da habe ich eigentlich schon das meiste zu gesagt. Es ist leider nicht besser geworden. Wir haben jede Menge Digitalministerinnen, aber es fehlen immer noch ganz oben digital kompetente Menschen, die auch mal eine Richtung vorgeben und dafür brennen. Digitalthemen sind überall personell massiv unterbesetzt und quer durch alle Ministerien. Und wenn keine einzelne Person dafür richtig verantwortlich ist, dann ist es niemand, weil dann kümmert man sich um andere Sachen. Wir brauchen mehr kooperatives Regieren, wir brauchen weniger Silo-Denken, weniger Schützengräben der unterschiedlichen Parteien in einer Regierung, der unterschiedlichen Ministerien in einer Regierung. Und wahrscheinlich macht ein gut ausgestattetes Digitalministerium doch wenigstens Sinn mit einem ausreichenden großen Milliardenetat und nicht als Zusatz im Verkehrsministerium versteckt. Aber wir wissen ja, das bestausgestattete Digitalministerium hat wenig Sinn, wenn da die Kompetenz fehlt. Sonst gibt es nur viel Show und Eigen-PR, aber wenig für die Sache. Und das waren alles mal unsere früheren Digitalminister. Wir wissen, wovon wir reden. Wenn wir die digitale Transformation als Größenordnung der Finanzmarktkrise oder der Energiewende begreifen, muss es auch so behandelt werden. Milliarden, Ministerium und Macht. Es zeigt sich, dass eine Querschnittsaufgabe eher politisch irrelevant ist. Es muss zu einer Kernfrage werden, an der sich Regierungen messen lassen. Vielleicht kommendes Jahr, vielleicht dann auch in 5 Jahren. Mal schauen. Nicht alles läuft schlecht. Die Bundesregierung hat es beim letzten Digitalgipfel tatsächlich mal geschafft, die Zivilgesellschaft rechtzeitig einzuladen, ein bisschen zu beteiligen. Man wollte jetzt auch so ein bisschen Republika da machen. Nach dem Desaster des vorletzten Digitalgipfels an diesem Ort, wo keiner war, auch weil man vergessen hatte, die Zivilgesellschaft einzuladen, war das zumindest mal ein zaghafter Aufbruch. Aber da geht natürlich noch mehr. Ein Beispiel aus der Zusammenarbeit der letzten Zeit der Ampel. Die FDP wollte Quick Freeze statt Vorratsdatenspeicherung. Die SPD wollte eine Verlängerung der Mietpreisbremse. Das wurde dann irgendwann ausgedealt und am 10.04. verkündet. Das hat zumindest einen Monat gehalten. Glückwunsch, keine Ahnung, was jetzt mit der Mietpreisbremse wird. Wahrscheinlich haben wir zum Schluss Vorratsdatenspeicherung und keine Mietpreisbremse. Deutschland geht bergauf bei den Glasfaseranschlüssen. Das ist eine ganz lustige Statistik. Man liest sich mal das Kleingedruckte unten durch. Die 28% sind Daten der Bundesnetzagentur. Der OECD-Schätzwert liegt bei rund 10%. Also laut OECD-Vergleich sind wir am drittletzten Platz mit 10% Glasfaser. Laut Bundesnetzagentur sind wir aber bei 28%. Wo kommen die 28% her im Vergleich zu den 10%? Naja, dass die 28 meint wahrscheinlich, dass irgendwo Glasfaser in der Nähe liegt, aber natürlich nicht zu Hause. Praktisch sieht das Ganze so aus, so einmal im Jahr habe ich Hoffnung, ob ich endlich mal Glasfaser zu Hause habe, dann klicke ich mich bei der Telekom durch, kriege immer die Meldung. Bei mir zu Hause ist kein Glasfaser, zumindest kann ich nicht kaufen. Ein Block weiter liegt aber irgendwie Glasfaser, warum auch immer das nicht mehr bei mir liegt sozusagen. Aber ich bin sozusagen Teil der 28% in der Theorie. In der Praxis bin ich aber bei den 10% gelandet. Schöne neue Welt. Es gibt ja jetzt das Recht auf Internet.
das oder das Recht auf Breitbandinternet, ihr kennt das alle so, ne? 10 Megabit pro Sekunde Download, 1,7 Megabit pro Sekunde Upload. Es gibt tatsächlich noch viel zu viele Menschen in Deutschland, die sich freuen würden, wenn sie eine solche Geschwindigkeit hätten, haben sie aber nicht. Denen wurde eigentlich sozusagen das Recht auf Breitbandinternet suggeriert. Sie bekommen mal irgendwas. Die Bundesregierung versucht sich jetzt gerade sozusagen irgendwie da rauszureden so, oder den Weg zu finden. Naja, da muss das halt Starlink Elon Musk bereitstellen. Da gibt es noch so ein paar Probleme. Das kostet so 500 Euro Anschlussgebühr, 50 Euro im Monat. Eigentlich hat man mit diesem Recht auf Breitbandinternet niedrigere Preise festgesetzt. Man hofft jetzt, dass Elon Musk da niedrigere Preise anbietet. Wie das sonst funktionieren soll, keine Ahnung. Aber man muss natürlich auch berechnen, ist natürlich schön, wenn jetzt alle Hoffnung haben auf Elon Musk und Internet über Satellit und so weiter. Das klingt alles gut und sinnvoll. Aber freut euch mal auf die zukünftigen Nächte, wenn ihr vor lauter Satelliten von Elon Musk und Jeff Bezos kaum noch die Sterne sieht. Und viel Spaß beim Aufräumen des Weltraumschrottes. Ja, traurige Nachricht. Kaboso ist gestorben diese Woche. Wer ihn nicht kennt, das war der Hund hinter der Dogecoin-Meme, Dogecoin-Kryptowährung. Ich muss mal kurz trinken. Gamergate ist 10 Jahre her. Schon damals zeigte sich anhand dieser Debatte, was auf uns gesellschaftlich zurollt, auch wenn die meisten das nicht realisiert haben. Für die neuen Rechten war das ein perfektes Manöverfeld, um Taktiken auszuprobieren, Strategien zu entwickeln und vor allen Dingen Anhänger zu sammeln. Es gibt viele Linien von Gamergate zu uns, die über die Trump zur AfD und ihren Maskulinismus-Strategien gegen Frauen führen. Gamergate war auch das Spielfeld, wo Memifizierung zur politischen Kommunikation massiv ausprobiert und perfektioniert wurde. Die Auswirkungen sind über TikTok auch in Sylt angekommen. Die Nazis haben natürlich auch den strategischen Vorteil, dass es egal ist, ob sie die Wahrheit sagen oder Sachen einfach verkürzen und falsch darstellen. Bei Memes geht das immer. Im Namen der Meinungsfreiheit wird die Meinungsfreiheit von Andersdenkenden eingeschränkt und das gefährdet massiv unsere Demokratie. Es ist uns daher ein großes Anliegen, unsere Bühnen für diejenigen bereitzustellen, die ihre Köpfe dafür hinhalten und den Hass ertragen müssen, der ihnen online entgegenschlägt. Auch damit wir als Publikum zeigen können, dass wir hinter ihnen stehen. Das sind nur zwei von diversen Talks, die sich hier um dieses Thema drehen. Und gerade deswegen sind Initiativen wie Hate Aid auch wichtig, damit diejenigen Unterstützung erhalten und nicht im Regen stehen gelassen werden, die den Hass abbekommen. Und wir brauchen endlich ein besseres Gewaltschutzgesetz. Mehr Opferberatungsstellen und Strafverfolgungsbehörden müssen das Thema endlich ernst nehmen. Denn längst ist klar, aus Worten werden Taten. Der bekannteste Verschwörungsideologe der Welt hat leider unser Lieblingsnetzwerk zerstört. Die EU-Regeln zur Plattformregulierung, allen voran der Digital Services Act, der Digital Markets Act, wurden notwendig, weil das mit der Selbstregulierung ja offensichtlich nie geklappt hat. Dafür gab es aber schöne Selfies. Der Digital Services Act wird endlich durchgesetzt und das ist eine Chance für die Zivilgesellschaft, sich hier einzubringen. Wir können unsere Leistungen, unsere Fähigkeiten zum Monitoring, zum Beobachten einbringen. Wir können unsere Kritikpunkte einbringen, damit sie in der Durchsetzung gehört werden. Aber wenn wir über die Rolle der Zivilgesellschaft bei der Durchsetzung reden, dann müssen wir auch über Geld sprechen. Zivilgesellschaftliche Forschung und Durchsetzung des DSA ist oft ressourcenintensiv, muss nachhaltig und unabhängig finanziert werden. Und dafür brauchen wir Lösungen. Denkbar wäre beispielsweise ein Fonds, in dem Unternehmen, die EU-Kommission und Mitgliedstaaten einzahlen und der dann über Dritte verteilt wird. Das Gleiche gilt übrigens auch für Trusted Flagging, diejenigen, die Desinformation monitoren und bewerten. Und zusätzlich zum DSA gibt es auch noch den Digital Markets Act, der langsam auch durchgesetzt wird. Hier muss immer klar sein, zerschlagen von großen Unternehmen, die auf vielen Märkten Monopole gebildet haben, muss immer eine Option sein, die auch gezogen werden sollte. Aber auch schon spannend, die EU sucht Whistleblower aus der Big Tech-Welt und wirbt um sie. Also wenn ihr für Unternehmen arbeitet, die in diesem Bereich tätig sind, wenn euch irgendwas auffällt, hier könnt ihr euch melden. Mehr zum Thema gibt es morgen dann um 10 Uhr mit Prabhat Agarwal, der in der EU-Kommission in der Durchsetzung arbeitet und mit mir darüber spricht, wie das Ganze umgesetzt und durchgesetzt wird. Und natürlich in vielen anderen Talks auch in den kommenden 3 Tagen.
Auf nationaler Ebene hat die Bundesregierung es auch endlich geschafft, sich auf eine Umsetzung zu einigen. Das hat ein paar Monate länger gedauert. Wir hatten so lange Regulierungsferien. Es bleiben aber immer noch einige Fragen offen, wie beispielsweise werden die Beratungsgremien besetzt werden. Wer kommt da rein? Gibt es dafür auch finanzielle Unterstützung und dergleichen? Die Bundesnetzagentur hat das Rennen um die Durchsetzung auf nationaler Ebene gewonnen. Aber auch hier bleiben Fragen offen. Wer ist überhaupt davon betroffen? Sind wir mit unseren persönlichen Blogs, die wir Kommentare haben, betroffen? Geht es nur um Unternehmen, die irgendwo aktiv sind? Sind es nur die größeren kommerziellen Webseiten? Wir wissen es nicht. Hierfür brauchen wir noch Antworten der Bundesnetzagentur, weil hier ist eine ganze Menge Rechtsunsicherheit. Dafür spannend, Bonn wird Digitalregulierungshauptstadt, weil dort sitzen verschiedene Behörden, die jetzt immer mehr Aufgaben übernehmen und Arbeitskreise bilden. Zum Glück sitzen die alle zentral, da ist das Arbeitskreisebilden nicht ganz so reiseintensiv wie in anderen Bereichen. Und der DSA betrifft auch KI-Plattformen, die auch zukünftig, wenn der AI Act in Kraft tritt, ja, Regeln befolgen müssen, zusätzlich zum DSA und so weiter. In einem halben Jahr werden dann inakzeptable Risikoanwendungen wie Gesichtsdatenbanken mit Bildern aus dem Netz verboten. In 2 Jahren erfolgt die Kennzeichnungspflicht von KI-generierten Inhalten. Wir wissen, die bösen Akteure halten sich nicht daran. Es ist immer ein Katz-und-Maus-Spiel beim Detektieren und Umgehen und so weiter. Aber es ist besser als nichts, dass es eine Kennzeichnungspflicht gibt. Und vor allen Dingen diese Kennzeichnungspflicht, die erstmal auch das Verantwortungsbewusstsein der Plattform steigert, weil damit auch Strafen verbunden sind, wenn sie nicht genug tun, wie jetzt in der Selbstregulierung und so weiter. Diese Kennzeichnungspflicht gilt zukünftig auch beispielsweise bei Anrufen im Callcenter und so weiter, wenn eine generative KI sich mit uns stundenlang unterhält und wir erst dann rausfinden, dass wir uns mit einer KI unterhalten haben. Aber wer hat die Kompetenz und ist für die Durchsetzung des AI Acts zuständig? Da ist es immer noch ein bisschen ungeklärt. Im politischen Berlin gibt es immer den Witz, dass für Zalando beispielsweise als größte deutsche Shopping-Plattform mit vielen Algorithmen und so weiter das Ordnungsamt Friedrichshain-Kreuzberg zuständig ist, weil das für die Produktsicherheit von Zalando zuständig ist als lokale Behörde. Die haben natürlich nicht das notwendige Personal. Insofern wäre es mal sinnvoll, ein nationales Kompetenzzentrum für KI aufzubauen. So etwas gibt es auf EU-Ebene. Da könnte man Expertise bündeln, Experten an andere Behörden ausleihen. Und wenn es dann irgendwelche Skandale in irgendwelchen Bereichen gibt, kommen dann die KI-Experten und helfen, anstatt dass wir jetzt hoffen, überall KI-Expertise aufzubauen, weil dafür gibt es nicht genug Arbeitskräfte, die bereit sind, sich in Behörden niederzulassen. Insofern macht hier eine Kompetenzballung wahrscheinlich mehr Sinn. Der AI Act ist vorbei, aber er wird noch in nationales Recht umgesetzt. Aber es gibt noch eine ganze Menge Sachen, was wir bei der Umsetzung und Durchsetzung beachten sollten. Algorithm Watch hat hier eine lange Liste dazu gemacht. Aber vor allen Dingen, die beste Regulierung funktioniert nur, wenn es gute Gesetze gibt. Ob wir die haben, unklar. Wenn es einen richtigen Durchsetzungswillen gibt, ob wir den haben, unklar. Und ob wir genug Ressourcen an qualifiziertem Personal haben, das sind leider auch noch ein bisschen unklar. Und die Realität ist weiterhin immer noch, dass die Haftungsfrage beispielsweise ein bisschen unklar ist. Aktuell müssen Verbraucherinnen beweisen, dass ein KI-System fehlerhaft ist. Wie soll das eigentlich funktionieren? Mehr Sinn macht eine Beweislastumkehr. Lustig fand ich jetzt diese Woche die Ausrede von Google. Dieser Fehler, als so Generative AI von Google erklärte, naja, um eine Pizza besser zu machen, muss man ein bisschen Klebstoff drunter unter die Salami machen. Das wäre ein Fehler, der ginge allgemein auf sehr ungewöhnliche Nachfragen zurück und das würde nicht dem entsprechen, was die meisten Leute erleben. Diese vereinzelten Beispiele würden verwendet, um das Produkt zu verbessern. Naja, aufopfern für den Firmenfortschritt, würde ich sagen. Keine klaren Grenzen wurden der biometrischen Gesichtserkennung im öffentlichen Raum gesetzt. Die Bundesregierung hat versprochen, das bei der nationalen Umsetzung zu machen. Ich lasse mich mal überraschen, ob das eines der zahlreichen haltlosen Versprechungen bleibt oder ob wir tatsächlich ein konsequentes Verbot sehen werden. Die Wetten laufen, ich wette dagegen. Ich könnte noch viel zu Deepfakes erzählen. In den aktuellen Wahlkämpfen wird die Gefahr überschätzt, aber natürlich nutzen skrupellose Akteure jedes Mittel, um für den persönlichen Vorteil oder den persönlichen Vorteil sozusagen bessere Chancen rauszuholen. Gefährlicher sind Deepfakes aber momentan für Frauen. Und selbst die einflussreichste Frau des Planeten kann sich dagegen kaum wehren. Und das ist ein Problem, das angegangen, gelöst werden muss, sehr dringend.
Die USA wollen TikTok verbieten oder haben. Also am liebsten wollen sie es kaufen, wahrscheinlich sehr günstig. Sonst verbieten sie es. Es gibt so zwei Argumentationslinien, die ich beide sehr nachvollziehen kann. Erste ist, Verbindungsdaten geben Chinesen sehr gute Infos, wer mit wem wo kommuniziert und wofür man sich interessiert. Hallo, Vorratsdatenspeicherung kennen wir alles. Als Europäer wissen wir auch, wenn wir amerikanische Plattformen nutzen, dann gibt es amerikanische Sicherheitsbehörden, die auch all diese Daten haben und möglicherweise gegen uns verwenden. Zweites Argument ist, algorithmische Entscheidungssysteme sind intransparent und es ist unklar, ob diese für Desinformation manipuliert werden können. Ja, auch das ist nachvollziehbar. Der logische Schritt wäre übrigens eine gute Regulierung. Aber so sieht man im Hintergrund, dass es eher eine gelungene Meta-Lobby-Kampagne ist, weil die wollen natürlich gelungene Regulierung, die sie auch treffen würde, verhindern. Und so tun sie das schön sozusagen auf dem TikTok-Verbot auslagern. Auf EU-Ebene gibt es übrigens auch zwei Möglichkeiten, um TikTok verbieten zu können. Aber da kann nicht einfach mal das EU-Parlament und die Mitgliedstaaten darüber abstimmen, sozusagen wie das in den USA jetzt passiert ist, wo auch noch unklar ist, ob das auch so erfolgen kann oder ob TikTok vor Gericht sich dagegen verteidigen kann. In Deutschland haben wir den Russia Today-Präzedenzfall infolge eines Angriffskriegs und Verletzung des Völkerrechts, was genutzt wurde, um das Propagandamedium Russia Today in der Europäischen Union zu zensieren. Was passiert, wenn China Taiwan überfällt und möglicherweise sozusagen im Hintergrund die Algorithmen nutzt, um ihre Form der Propaganda besser zu verteilen? Das wäre so ein solcher Fall, der möglich wäre, also geopolitische Fragen. Das andere wäre, wenn der DSA nicht durchgesetzt wird, wenn er auf einem längeren Verwaltungsweg sozusagen TikTok nicht bereit ist, irgendwelche Fehler zu verbessern, irgendwelche Geschäftsmodelle zu verändern, weil sie gegen die Regeln verstoßen, dann hätte die EU auch irgendwann die Möglichkeit, wahrscheinlich vor Gericht auch erfolgreich TikTok zu verbieten. Das ist aber ein sehr langer Weg. Im Moment gibt es sehr viel Aufregung, weil die AfD so stark auf TikTok ist und alle Parteien bemühen sich jetzt, irgendwie aktiver zu werden. Ich bin mir so ein bisschen unsicher, ob das funktioniert und ob das schon so richtig durchdacht ist, sozusagen. Ne? Die AfD sitzt in allen Parlamenten und hat Personal, das von unseren Steuergeldern finanziert wird. Im Gegensatz zu den anderen Fraktionen wird dieses Personal aber eher nicht für parlamentarische Sacharbeit eingesetzt, sondern für Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzung in sozialen Medien. Und da es auf Leistungen, auf Leistung gar nicht ankommt und Worte überhaupt nicht auf die Goldwaage gelegt werden müssen, hat man auch eine sprudelnde Quelle für neue Inhalte und viele Memes. Reden im Parlament werden vor allen Dingen geschrieben und inszeniert, damit sie gefilmt werden und in sozialen Medien gepostet werden können. Wenn nun andere Parteien denken, diese Strategie oder die Strategie könnte man einfach übernehmen und kopieren, sollten sie sich im Klaren sein, dass dies eine andere Debattenkultur in den Parlamenten bedeutet. Man debattiert nicht mehr miteinander, sondern für den TikTok-Algorithmus. Das wird eine schöne neue Debattenwelt. Und als diese ganzen Zahlen kamen, war das die Stunde der Berater und eigentlich eine super Werbeaktion für TikTok. Mittlerweile gehen die ganzen Zahlen für die AfD runter. Ich gehe mal aber nicht davon aus, dass es einfach so passiert, sondern wir wissen schon seit einigen Jahren, dass TikTok im Hintergrund Strategien zur Informationskontrolle nutzt. Bestimmte Inhalte werden einfach runtergedrosselt, wenn sie nicht passen, vor allen Dingen, wenn sie nicht passen in die schöne, bunte Werbewelt. Wir hatten das vor 4 Jahren mit Videos mit Inhalten von Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen, die quasi so auf die Trampelpfade algorithmisch geführt worden sind, weil sie nicht so in die schöne, bunte Glitzerwelt passten, die TikTok quasi ihren Werbekunden versprochen hatten und diese sich eigentlich von ihrem Produkt erhofften, sozusagen. Jetzt kann man davon ausgehen, dass die AfD gedrosselt wird, weil man sich gut stellen möchte mit denjenigen, die quasi über Regulierung entscheiden und man ein gutes Image haben möchte in der Politik und in der Öffentlichkeit. Das sollte uns eigentlich Sorgen machen, sozusagen, weil immer noch intransparent ist, wie TikTok arbeitet und wir eigentlich viel mehr demokratisch kontrollieren können müssen, damit die nicht einfach einseitig Inhalte im Hintergrund, vor allen Dingen im öffentlichen Diskurs, nach Geschäftsgebaren in die eine Richtung, in die andere Richtung lenken können, weil das gefährlich ist für eine Demokratie, auch wenn im Moment die AfD davon betroffen ist.
Naja, bisher haben Rechtspopulisten auf Plattformen wie TikTok natürlich einige strategische Vorteile gehabt. So polarisierende Inhalte erzeugen mehr Aufmerksamkeit, mehr Emotionen. Und wenn man es mit der Wahrheit auch nicht so genau nimmt, dann kann man einfach irgendeinen Scheiß labern und schon ist man auf der Gewinnerseite. Zumindest auf der algorithmischen Überholspur, wenn ein weiterer Faktor hinzukommt. Und zwar, das ist das Fußvolk, was hochmotiviert und aufgeputscht voller Glaubenskrieger ist, die darauf trainiert sind, alles zu liken und zu teilen, was es da gibt. So. Insofern ist auch gerade das Herunterdrosseln nicht ganz so zielführend oder funktionierend, weil einzelne Accounts wie Maximilian Krah werden zwar gedrosselt, aber es gibt da draußen hochmotivierte Glaubenskrieger, die teilen alles, was da passiert, über eigenen Accounts. Und in der Gesamtmasse hat die AfD immer noch genauso Reichweite, auch wenn die Zahlen etwas anderes versprechen, die nur auf die großen Accounts achten. Und natürlich hat man noch viele weitere Vorteile. Man hat sehr viel Fußvolk, was sehr viel Zeit hat, sehr motiviert ist. Halt, wie gesagt, wenn es Teil der Partei ist, nicht konstruktive Sacharbeit vor Ort macht, wie bei den anderen Parteien. Und so gibt es halt ein strategisches Dilemma auch auf Seiten der anderen Parteien. Möchte man weiter seine ganzen Menschen, die für eine Partei arbeiten, dafür einsetzen, Sacharbeit vor Ort zu machen? Oder möchte man sie einsetzen, um einfach alles zu liken und zu teilen, was man so macht, um die Strategie der AfD zu kopieren? Ich glaube, hier sollten alle noch mal ein bisschen nachdenken. So. Ewig weiter geht der Streit um die Chatkontrolle. Bisher konnten sich vor allen Dingen die Mitgliedstaaten der EU auf keine Position einigen. Bei der Chatkontrolle geht es darum, ob es möglich sein soll, verschlüsselte Kommunikation zu umgehen. Die Mitgliedstaaten wollen es, unser Innenministerium will es auch, vor allen Dingen um Verschlüsselung halt zu knacken. Und sie wollen Mechanismen, damit in Echtzeit im Kampf gegen Missbrauchsdarstellungen von Kindern und Jugendlichen Videos entdeckt werden können in dieser ganzen verschlüsselten Kommunikation. Das ist aber vor allen Dingen ein Aufwand. Wenn man gegen Missbrauchsdarstellungen von Kindern und Jugendlichen effektiv vorgehen will, gibt es viel mehr Möglichkeiten. Das ist vor allen Dingen ein Vorwand, um einen Mechanismus zu schaffen, den man sehr schnell ausbauen könnte, weil wenn erstmal Verschlüsselung gebrochen ist, kann man sehr schnell nach anderen Inhalten suchen. Dann kann man auch sehr schnell nach Demokratie oder sonstigen Menschenrechtssachen suchen. Und die Chatkontrolle ist nichts anderes als die Errichtung eines weiteren Systems zur Massenüberwachung. So hat es auch bisher das EU-Parlament gesehen. Die neuesten Ideen sind, Belgien will Nutzer verpflichten, Chatkontrolle zuzustimmen. Ja, einfach in der AGB verstecken sozusagen. Kennen wir alles, keiner liest das. Und dann hat man zugestimmt, dann kann man es ja machen. Super Idee. Oder nur Dienste, die Verschlüsselung machen, sollen Chatkontrolle einführen. Auch super Idee. Damit verbunden sind auch neue Aspekte aus der Welt der Totalüberwachung. Eine besondere, ergiebige, kritische Quelle sind Daten aus der Online-Werbung, wo Werbetreibende in Echtzeit Auktionen die besten Plätze auf Webseiten sichern. Und diese Daten wiederum werden verkauft an unsere Sicherheitsbehörden, die meistens hierdurch viel einfacher, viel besser Daten über uns und unser Online-Verhalten bekommen, als wenn sie das selbst überwachen müssten. Hier brauchen wir ganz klare Regeln, die das verhindern. In den USA ist das zum Beispiel viel mehr durchreguliert als bei uns, wo da keiner drüber reden möchte, damit die das alles einfach weitermachen können. Die Realität sieht mittlerweile so aus, dass man, wenn man auf einfach auf Bestätigen klickt, weil man keinen Bock auf komplizierte Cookie-Banner behindern hat, 644 Partnern darüber informiert, dass man gerade Konzerttickets kaufen möchte. 644 Partnern, denen meine Privatsphäre wichtig ist, speichern dann die Information, dass ich gerade ein Konzertticket gekauft habe. Man kann sich da durchklicken, es ist aufwendig und sonst wie und sagen, ich will das nicht sozusagen, aber es ist aufwendig. Und das zeigt aber auch, dass der Werbemarkt dringend reguliert werden muss und das muss eigentlich Top-Priorität für die nächste EU-Legislaturperiode sein. Wir brauchen Antimonopolaktionen gegen Google und Meta, die beide Seiten des Marktes bedienen und eigentlich zusammen ein Monopol des Werbemarktes errichtet haben. Und wir brauchen Regeln, die das Tracking und die Cookies im Netz regulieren. Nicht der Datenschutz ist das Problem, sondern Geschäftspraktiken, die uns mit Nudging dazu kriegen wollen, unsere Daten überall zu hinterlassen und damit Geld zu verdienen. Und dazu brauchen wir eigentlich eine neue E-Privacy-Verordnung. Die sollte eigentlich parallel zur Datenschutzgrundverordnung kommen. Die ist aber dann abgeschossen worden, als sie zu verbraucherfreundlich werden sollte. Von der Verlegerlobby, von der Werbelobby. Und seitdem liegt sie auf Eis. Und die Datenschutzgrundverordnung ist ja schon ein paar Jahre alt. Insofern, da kommen die ganzen Cookie-Probleme her.
die müsste man neu machen sozusagen. Und damit verbunden bräuchte man eigentlich auch ein Digital Advertising Act auf EU-Ebene mit klaren Regeln und vor allen Dingen einer Liste verbotener Praktiken für abhängig machende Patterns oder Addictive Patterns sozusagen, die klären, welche Geschäftsmodelle überhaupt möglich sein dürfen und welche nicht. Das hätte es beinahe mal in den Digital Services Act reingeschafft, das haben die Konservativen aber dann wieder rausverhandelt, kurz vor Ende. Etwas unbemerkt von der Öffentlichkeit wurde die eIDAS-Verordnung auf EU-Ebene beschlossen und wird jetzt umgesetzt. Ziel ist die Schaffung einer Digital Public Infrastructure zum Identitätsmanagement. Das klingt ein bisschen langweilig, es hat auch kaum jemand interessiert. Dabei wird hier gerade ein wichtiger Bestandteil des Betriebssystems der digitalen Gesellschaft gebaut und zu wenige schauen sich die Architektur an. Es gibt jetzt zumindest auf nationaler Ebene einen Ideenwettbewerb für eine Open-Source-Wallet über Sprint. Entscheidend wird aber sein, wie datenschutzfreundlich das Ergebnis sein wird, weil in diesem Fall von Identitätsmanagement werden wir mit einer Wallet und zukünftig gegen alle Ausweisen, die Ausweis von uns haben wollen werden. Und sobald es diesen Ausweis gibt, werden es sehr, sehr viele sein, die wissen wollen, wer wir sind, weil die wollen das heute schon wissen. Aber heute wissen es noch nicht so genau und versuchen uns die ganze Zeit zu natschen, dass wir doch irgendwie Informationen hinterlassen sollen. Also Identitätsmanagement klingt langweilig. Es wird uns überall begegnen. Vom Arztbesuch über ÖPNV-Tickets und E-Government, wenn es denn mal kommt, bis hin zu Facebook und Co. Und alle Unternehmen werden dann noch mehr unsere Daten und unsere Identität haben wollen. Sie werden uns ständig fragen und natschen, weil man dann noch mehr Geld mit unseren Daten machen kann, wenn man weiß, wer wir sind. Und wir sollten uns aber fragen, was macht es mit uns als Gesellschaft, wenn wir eine solche Identität zukünftig überall verwenden können? Macht euch das mal bewusst. Denkt darüber nach, sprecht mit anderen darüber. Und wie schaffen wir überhaupt ein Recht auf analoges Leben, wenn wir uns zukünftig überall digital ausweisen müssen? Dazu gibt es unter anderem an Tag 3 diesen Talk von Thomas Lohninger und Paul Keller. Möglicherweise wird diese Art von Identitätsmanagement zumindest mal das Problem vieler Eltern lösen, die im Moment versuchen, ihren Kindern Bildschirmzeiten einzustellen. Das geht mittlerweile bei allen Herstellern. Kompliziert wird es spätestens, wenn Kinder mehr als ein Device von unterschiedlichen Herstellern haben, also ein Android-Handy und ein elterliches iPad, noch eine Switch dazu und dann noch ein Notebook. Spätestens dann wird es zu einer unlösbaren Aufgabe. Aber vielleicht löst sich das ja irgendwann mit dem ID-Wallet. Und damit kommen wir auch zum Datenschutz, Jugendmedienschutz. Staatsvertrag soll nochmal reformiert werden. Vielleicht erinnern sich einige, der JMStV sollte schon mal 2010 reformiert werden, scheiterte dann infolge der Zensursula-Debatte an NRW und natürlich an diesen Jugendschutzvorstellungen, die mit der Realität kollidierten. Seitdem leben wir mit einem vollkommen veralteten System, was ständig mit der Realität kollidiert. Das wird jetzt neu angegangen und zentral geht es wieder um den technischen Jugendmedienschutz, die Durchsetzung und die Kennzeichnung von Angeboten. Also neuer Wein in alten Schläuchen, wir wissen es noch nicht. Die große Hoffnung liegt auf Altersverifikationssystemen. Das Ziel ist verständlich, man möchte verhindern, dass Kinder und Jugendliche auf offenstehenden Seiten von Pornoanbietern kommen. Aber auch hier ist das Problem, es gibt keine funktionierenden Systeme ohne Risiken und Nebenwirkungen. Es gibt Unternehmen, die Hoffnung verkaufen und damit sehr invasive technische Lösungen anbieten, die wiederum die Rechte von anderen Menschen gefährden, indem sie biometrische Gesichtsdaten erheben und wo unklar ist, ob die überhaupt gesichert werden und was damit passiert. Und wir haben wieder die Herausforderung, dass das alles mit unserem Grundrecht auf Anonymität kollidiert und Unternehmen uns gerne verifizieren können wollen, weil dann ihre Datensätze über unser Verhalten wieder besser vermarktet werden können. Das Problem von eben. Am Mittwoch gibt es dazu eine Diskussion mit Nathanael Leminski, das ist der Medienminister und Chef der Staatskanzlei von NRW und mir. Das ist eine Fishbowl-Debatte, da könnt ihr dran teilnehmen. Und es geht darum, mal konstruktiv darüber sich auszutauschen, was funktioniert eigentlich, was funktioniert nicht, weil alle Seiten wollen einen guten Jugendmedienschutz, aber wir wollen nicht, dass Jugendmedienschutz andere Grundrechte unnötig gefährdet, sondern wir wollen Lösungen, die auch funktionieren und die nachhaltig sind und die Rechte von Kindern und Jugendlichen genauso schützen wie unsere. Wir haben bereits auf der Zweiten Republika vor 16 Jahren mit Verantwortlichen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks darüber diskutiert, dass mehr Open Source gewagt werden sollte.
Denn wenn man heute den öffentlich-rechtlichen Rundfunk neu denken würde, würden kommunikative Infrastrukturvielfalt und kommunikative Infrastrukturoffenheit ganz oben auf der Agenda stehen und nicht nur Meinungsvielfalt. Und wir sind deswegen ganz glücklich, dass die öffentlich-rechtlichen Sender jetzt zumindest ihre Mediatheken als Ökosystem verschmelzen wollen, als Open Source rausbringen wollen, weil das tatsächlich das mal durchdenkt, was man schon seit vielen Jahren hätte machen müssen. Und ich finde, das sollte auch mal ein Applaus sein, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk hier mal auf die richtige Bahn kommt. Zusätzlich startet das ZDF auch die Entwicklung von Prototypen für eine bessere, die konstruktivere Dialogkultur zusammen mit drei anderen Partnern aus anderen Ländern, Kanada, der Schweiz und Belgien und dem New Public Institute von Eddie Pariser. Da wird später um 16.15 Uhr nochmal ein Panel auf Stage 2 geben, wo das Ganze präsentiert werden sollte. Das sollte aber erst der Anfang sein. Damit sollten wir uns nicht zufrieden geben. Das sollte der Weg sein in die Richtung, dass wir das Ganze mal richtig neu und richtig größer denken, sozusagen, wie wir gemeinwohlorientierte, offene Infrastrukturen finanzieren und fördern können und nicht nur kleine Pilotprojekte. Im Jahr 2024 werden wir komplett abhängig von großen kommerziellen Unternehmen geworden sind. Wir brauchen endlich eine breite öffentliche Finanzierung von digitalen, öffentlichen, gemeinwohlorientierten Infrastrukturen, inklusive der Übernahme von Kosten von Content Moderation. Die Infrastrukturen schaffen das eine sein, aber wer sie moderiert in Zeiten von Hass und Hetze, wer quasi konstruktive Debatten lenken kann im Sinne von moderieren, Content-Moderation. Das ist vor allen Dingen eine Frage, die den größten Anteil in den Kostenstrukturen haben wird. Und hier brauchen wir neue Wege der Finanzierung, neue Fonds. Wir brauchen endlich Public Digital Commons überall in den Infrastrukturen. Und wir brauchen endlich einen strategischen Umstieg des Public Sektors auf Open Source und Open Data mit einem Zeitplan und Verantwortlichkeiten. Das sagen immer alle, Open Source ist wichtig, steht sogar im CDU-Parteiprogramm. Aber in der Realität geht das ganze Geld weiterhin an Microsoft und Co. Und Open Source ist immer so, dass wenn es mal irgendjemandem passt, macht man das halt, weil sonst läuft das alles bei den üblichen Verdächtigen weiter. Also mehr Public Money, Public Code. Die digitale Zivilgesellschaft wächst und das ist schön. Seit der ersten Republika, wo fast alle Aktivistinnen in einen Raum passten, hat sich sehr viel getan. Es gibt zahlreiche neue Organisationen, Strukturen, die immer professioneller werden. Und das ist auch massiv notwendig, weil die Industrielobbys massiv mit sehr viel Geld aufgerüstet haben und ein nachhaltiges Engagement sehr oft eben nicht nur ehrenamtlich funktionieren kann. Es gibt aber immer noch sehr viele Herausforderungen. Themenvielfalt, die Vielfalt an Debatten, die man beobachten muss mit Expertise aus einer Digital Rights Perspektive, wird immer größer. Aber die größte Herausforderung ist immer noch Geld. Strukturen brauchen eine verlässliche Finanzierung, um wirksamer ihre Arbeit machen zu können. Es gibt erfreulicherweise mehr Spenden als je zuvor für die digitale Zivilgesellschaft. Im Vergleich zu anderen Teilen der Zivilgesellschaft ist aber das Ganze immer noch ein sehr kleiner Stück vom Kuchen. Aber wenigstens ein Kuchen, der wächst, während er woanders schrumpft. Ein schönes Beispiel für das Wachstum sind beispielsweise European Digital Rights. Sie sind im letzten Jahr 20 geworden und da bündeln sich eigentlich alle Organisationen im europäischen Raum und schaffen eine gemeinsame Stimme und Vernetzung, die vor allen Dingen in Brüssel vor Ort wirksam wird. Was nur wenige wissen, ohne George Soros, das Hassobjekt aller Rechten im Netz, gäbe es eine viel, viel kleinere Digital Rights Community. Seine Open Society Foundation war lange Zeit die einzige Institution, wo man Förderung beantragen konnte. Nach 20 Jahren wird das leider gerade abgebaut, weil der Fokus sich von OSF rüber in die USA verlagert, weil es eine Generationennachfolge gab, die jetzt sozusagen Demokratie vor Ort verteidigen möchte und nicht mehr so viel Geld ausgeben will für Demokratie woanders verteidigen. Und da haben jetzt einige NGOs ein Problem. Epicenter Works aus Österreich, die eine großartige Arbeit machen, die haben zum Beispiel nächstes Jahr ein größeres Loch von 200.000 Euro durch eine fehlende Finanzierung. Aber dafür haben wir in den vergangenen Jahren neue Akteure wie die Stiftung Mercator oder die Alfred-Landecker-Stiftung dazu bekommen, die mit eigenen Förderprogrammen die digitale Zivilgesellschaft stärken. Aber das reicht noch leider noch lange nicht. Natürlich gibt es den Effekt, dass hier wieder zu viel Geld aus einer Hand konzentriert wird
und dass für eine vielfältige Entwicklung nicht gut ist. Am Mittwoch diskutieren wir über eine Studie der Stiftung Mercator hier, vor welchen Herausforderungen die digitale Zivilgesellschaft steht und um was es überhaupt geht. Und es wäre schön, wenn mehr Stiftungen und mehr Menschen mit viel mehr Geld sich diesen Anliegen anschließen würden und die Arbeit, die wichtige Arbeit von sehr vielen Menschen unterstützen könnte, damit wir effektiver und schlagkräftiger werden. Wir sagen es seit Jahren, Journalismus muss gemeinnützig werden, sonst gibt es ein Damoklesschwert über allen gemeinwohlorientierten Medien, die gemeinnützig finanziert werden. Bei netzpolitik.org haben wir mal den Hack gemacht, oder das heißt den Hack, wir konnten und können über Verbraucherschutz schreiben. Das ist alles Verbraucherschutz, was da abläuft. Andere machen aber keinen Verbraucherschutz, weil sie Lokalberichterstattung machen. Und die Gemeinnützigkeit in der Abgabenverordnung ist sehr genau definiert, was gemeinnützig ist und nicht. Jetzt hat es den Volksverpetzer erwischt. Und was viele nicht mitbekommen, im Hintergrund sehen wir massive Cancel-Strategien der Rechten gegen alles, was gemeinwohlorientiert finanziert wird. Da werden Stiftungsträger angegangen, die Projekte finanzieren, die super Arbeit für die Demokratie machen. Da werden Finanzämter mit Beschwerden überhäuft. Und stellt euch mal eine Zeit vor, wo immer mehr Finanzämter und Finanzbehörden von der AfD und Co. übernommen werden und welche Macht sie haben werden, um Förderungen abzublasen und die Gemeinnützigkeit von demokratiefördernden Projekten zu entziehen. Und der Volksverpetzer ist übrigens Mittwoch um 18 Uhr hier an meiner Stelle. Da freue ich mich sehr drüber, weil die machen eine großartige Arbeit. Die Gemeinnützigkeit wird aber auch anderen entzogen. Mastodon hat sie verloren, ist in die USA rübergesiedelt. Dort hat man sofort die Gemeinnützigkeit bekommen. Das ist ein ziemlich schlechtes Bild, was hier abgeliefert wird. Dass deutsche Finanzbehörden nicht kapieren, dass die Schaffung von gemeinwohlorientierten, offenen Infrastrukturen eine gemeinnützige Sache sein müsste und sollte. Das Problem haben übrigens auch Hackerspaces, die auch nicht so einfach gemeinnützig sind, weil Hackerspaces sind auch nicht einfach so in der Abgabenordnung drin. In Berlin hat es mal vor Jahren die Seabase getroffen. Der wurde die Gemeinnützigkeit entzogen, als das Finanzamt mal bei einer investigativen Recherche auf der Webseite feststellte, dass dort einmal in der Woche Go gespielt wurde. Hätten sie Schach gespielt, wäre die Abgabenordnung kompatibel gewesen, aber Go ist nicht gemeinnützig. Die Seabase hat daraufhin die Gemeinnützigkeit verloren. Wir brauchen eine Reform der Abgabenordnung und zwar ganz schnell, denn alle 16 Bundesländer müssen zustimmen. Und das Zeitfenster schließt langsam, wenn wir Pech haben und die Faschos Landesregierungen im Osten übernehmen könnten. Wir brauchen eine Klarstellung, dass die eigenen Zwecke auch ausschließlich mit politischen Mitteln verfolgt werden können, damit nicht Kampakt und andere, die politisch arbeiten, aufgrund ihrer politischen Arbeit die Gemeinnützigkeit verlieren. Weil politische Arbeit bedeutet Teilhabe an einer Demokratie und das sollte doch selbstverständlich gemeinnützig sein. Wir brauchen die Klarstellung, dass sich gemeinnützige Organisationen gelegentlich auch für andere als die eigenen gemeinnützigen Zwecke engagieren dürfen. Wenn man gesellschaftliche Bündnisse gegen Rechts beispielsweise unterstützt, sollte das kein Problem sein, nur weil man eine Tierrechts-NGO ist, die in der Abgabenordnung über Tierschutz gesichert wird. Wir brauchen die Aufnahme weiterer gemeinnütziger Zwecke wie Menschenrechte, Demokratie, soziale Gerechtigkeit und gemeinwohlorientierten Journalismus in der Abgabenordnung und zwar so schnell wie möglich, bevor einzelne Bundesländer gekippt sind. Gemeinnütziger Journalismus soll in einem Anwendungserlass zur Abgabenordnung aufgenommen werden. Darauf sind sich alle Regierungsparteien einig. Aber das reicht leider nicht für die Rechtssicherheit, vor allen Dingen dann nicht im Osten. Diese Petition könnt ihr noch bei Init unterstützen. Mittlerweile gibt es die Strategien mit Anwälten gegen unliebsame Berichterstattung strategisch vorzugehen. Man nennt das Strategic Lawsuits Against Public Participation und es lehnt sich an das englische Wort SLAP an. Und es gibt zumindest jetzt gerade neu eine von der Bundesregierung geförderte Initiative No SLAP, die all die Menschen unterstützt und Medien unterstützt, die journalistische Arbeit liefern und halt eingeschüchtert werden sollen. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung, um ja diese Bedrohung für unabhängige Berichterstattung halbwegs abwehren zu können. Herzlichen Glückwunsch an das Grundgesetz, das 75 Jahre alt wurde.
Es wurde mit der Zeit leider nicht immer besser. Dafür haben wir in den vergangenen 40 Jahren mit dem Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung und dem Grundrecht auf Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme, auch IT-Grundrecht abgekürzt, zwei weitere Grundrechte beim Bundesverfassungsgericht geschenkt bekommen, die da aber nicht gedruckt drin stehen, aber vor Gericht verwendet werden können. Ich habe ja als Kind immer die aktuelle Version beim Büchertisch der Bundeszentrale für politische Bildung erstanden. Die gibt es immer noch im Netz zu holen, sind kostenlos, könnt ihr euch bestellen. Ja, es gibt ja auch mittlerweile das Grundgesetz auf einem Plakat, 23.000 Wörter von Alf Brommer und anderen. Kann man sich auch im Netz ausdrucken, aufhängen, wenn man es gerne immer gelesen haben möchte. Es liegt aber auch an uns, ob wir gemeinsam mit dem Grundgesetz 100 Jahre feiern können. Bis vor wenigen Jahren dachten wir, alles kein Problem, schaffen wir und so weiter. Seit wenigen Jahren oder seit einem Jahr stehen wir vor diesem massiven Rechtsruck und vor dem Problem, dass das nicht mehr so offensichtlich ist, dass 25 Jahre Rechtsstaat und Demokratie gewährleistet sind, wenn wir nicht dafür uns immer wieder einsetzen. Eine kurzfristige Möglichkeit dazu ist die Teilnahme an der kommenden Europawahl. Und je nachdem, wo ihr wohnt, auch bei allen anderen Wahlen in den kommenden Monaten und Jahren. Denn jede Stimme schwächt die Stimme von Nazis. Wählen kostet nichts, außer etwas Zeit. Und geht mit Briefwahl als gute Alternative auch, wenn man keine Lust auf einen Schulbesuch hat, der für viele ja traumatische Erlebnisse wieder hochspülen könnte. Briefwahl beantragen ist übrigens eine der wenigen E-Government-Anwendungen, der in Deutschland funktioniert. Denn es wird dafür nur ein Formular benötigt. Und ich will gar nicht wissen, was im Hintergrund passiert und wie digital der Prozess im Hintergrund funktioniert. Hauptsache beantragen. Und innerhalb von 2 Tagen kriegt man seine Wahlscheine zugeschickt. Ansonsten geht demonstrieren. Es gibt wieder in den nächsten Tagen, Wochen die Möglichkeit, bis zum 8.6. bis zur Europawahl zu zeigen, dass viele Menschen ein Interesse daran haben, Rechtsextremismus zu stoppen, Demokratie zu verteidigen und vor allen Dingen niemals aufgeben, immer weiter kämpfen für Freiheit, Demokratie, evidenzbasierte Politik und für eine lebenswertere digitale Gesellschaft. Ich habe in diesem Jahr nach 20 Jahren Netzpolitik.org verlassen. Ich will wieder mehr Raum haben für neue Experimente. Die Republika, das Programm zu machen, war auch eine ganze Menge Arbeit. Und ich will auch neue Kollaborationen schaffen, weil ich überzeugt bin, dass wir im Kampf für eine neue, bessere digitale Welt ganz neue Ansätze und Partnerschaften brauchen. Wir brauchen neue Allianzen mit der digitalen Zivilgesellschaft. Wir müssen bessere und mehr Brücken in die analoge Gesellschaft bauen. Wir müssen unsere Anliegen besser kommunizieren, um mehr Menschen zu erreichen. Das werden alles meine Leitfragen dabei sein. Mit dem Bonn-Institut schaffe ich ein Festival für konstruktiven Dialog. Das freut mich besonders, weil Bonn meine Heimatstadt ist, wo ich die Hälfte meines Lebens verbracht habe und wieder gerne zurückfahre. Vom 3. bis zum 5. Oktober könnt ihr dabei sein, wenn Bonn wieder zur Hauptstadt für den Journalismus von morgen wird. Und wenn ich dazu komme, blogge und newsletter ich auf Digitalpolitik. Ich hoffe, ich komme da demnächst jetzt wieder mehr dazu. Insofern, lasst uns weiter den gesellschaftlichen Dialog führen. Lasst uns weiter für Mehrheiten kämpfen. Besseres Internet ist immer noch möglich. Viel Spaß auf der Republika. So, etwas überraschend bin ich jetzt schneller fertig, als ich gedacht habe. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt Fragen oder Antworten gibt. Ansonsten, ich bin ja hier so, also ich laufe ja die ganze Zeit rum, die nächsten 3 Tage. Ihr könnt mich immer ansprechen. Es sei denn, ich bin gerade irgendwie ein bisschen hektisch aus, dann muss ich ganz schnell von A nach B. Aber ansonsten, ja, viel Spaß, genießt die Sonne. Ich hoffe, es regnet nicht. Lasst euch inspirieren. Tschüss.